Innerhalb des Ausstellungsprogramms der Galerie Pankow nimmt die Fotografie als künstlerisches Medium einen hohen Stellenwert ein. Beginnend mit der Ausstellung des Spiritus Rector der ostdeutschen Fotografie, Arno Fischer, 2008, habe ich bislang einmal im Jahr eine institutionelle Einzelausstellung ausgerichtet und Berliner Fotografen die Möglichkeit eröffnet, ihr Werk hier in diesen repräsentativen und zugleich intimen Räumlichkeiten zu öffnen und einer kunstinteressierten Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Spielarten zeitgenössischer Fotografie sind weit gefasst. Schwerpunkt der Ausstellungen hier in der Galerie Pankow waren bislang Positionen künstlerischer Fotografie. Künstler und Künstlerinnen, die bislang hier ausgestellt haben, hatten zudem überwiegend einen ostdeutschen biografischen Hintergrund. Die aktuelle Ausstellung wagt nun etwas Neues. Es ist eine Gruppenausstellung mit 4 Künstlerinnen und Künstlern, in deren Werk die inszenierte Fotografie im Mittelpunkt steht und deren biografische Hintergründe sich zudem mischen. Und es ist die erste Ausstellung dieser Künstlergruppe überhaupt. Insofern ist das also eine Premiere. Engelberg ist der Titel dieser Künstlergruppe, in der sich die Fotografinnen Katharina Meyer, Matthias Leupold, André Glusgold und Kurt Buchwald zusammengeschlossen haben. Alle 4 Künstler und Künstlerinnen haben sich bereits durch ihr stringentes Werk Anerkennung verschafft. Der Zusammenschluss zur Engelberg-Gruppe erfolgte 2020 mit dem Ziel, über die eigene Bildwahrnehmung und das jeweilige Œuvre hinaus in der Zusammenschau ein komplexes Zeitbild erfahrbar zu machen. Die Ausstellung in der Galerie Pankow ist darüber hinaus die erste institutionelle Ausstellung dieser Gruppe, die darüber hinaus die Synergien und Verbindungslinien zu Künstler und Künstlerinnen sowohl in anderen Kulturkreisen als auch künstlerischen Kontexten perspektivisch aufnehmen und vertiefen will. Ich freue mich sehr, dass ich mit Franziska Schmidt eine fachlich versierte Kunsthistorikerin gewinnen konnte, die die Ausstellung kuratorisch begleitet, die Gruppe moderiert sowie den Katalog redaktionell verantwortet hat. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich für Ihre fundierte Arbeit sowie die außerordentlich sympathische Zusammenarbeit bedanken. Mein Dank gilt auch Katharina Meyer, André Glusgold, Kurt Buchwald und Matthias Leupold. Ich wünsche mir und den Künstlerinnen, dass dieses Ausstellungsprojekt und die Publikation Ausgangspunkt für eine Dynamik sind, die Ihnen als Künstler und Künstlerinnen, aber auch der inszenierten Fotografie eine weitere Anerkennung verschafft. Ob fotografisches Phänomen oder reine Bilderzählung, ob Realität oder Abbild, Ich oder Nicht-Ich, Unsag oder Nicht-Zeigbares, innere und äußere Geister, Endlichkeit oder Ewigkeit, ob inszeniert, narrativ, fiktional. Von jeher simulierten und simulieren Fotografinnen und Künstlerinnen Wirklichkeiten. Verändern bzw. verfremden den Wahrheitsgehalt, um Illusionen zu schaffen, um Geschichten zu erfinden. Wir als Betrachterinnen werden in Fantasiewelten entführt, die auch auf das reale Leben verweisen oder umgekehrt daraus entführen. Was ist wahr, was unwahr, was ernsthaft, was nicht? Worin liegt unser Erkennen? Worin unser Dasein begründet. Im ersten Raum, in dem wir hier stehen, sind die Porträtwerke von Katharina Meyer versammelt. Meyer formuliert soziale Räume von ethnischer, politischer und geschlechtsspezifischer Relevanz, um vorhandene Dissonanzen, Vorurteile oder Missverständnisse freizulegen. In der Serie Getürkt werden diverse Rollen und Klischeevorstellungen ad absurdum geführt, indem sich türkische Frauen und Vertreterinnen anderer Kulturen in traditionelle oder anverwandte Gewänder verhüllen. Was ist authentisch, was in Szene gesetzt? In Seance
verwehren die Protagonistinnen den Blick und wenden sich ab. Das lange, den Körper teils verdeckende Haar ist dabei Schutz und Kraftquelle zugleich. Die Positionierung der jeweiligen Darstellerin bringt eine bestimmte Haltung zum Ausdruck. Meyer verleiht ihren Figuren eine Stimme und bezieht Position. Im zweiten Ausstellungsraum begegnen wir den szenischen Aufnahmen von Matthias Leupold. Leupold beleuchtet gesellschaftliche Phänomene sowie individuelle Unzulänglichkeiten und verwickelt uns in die Untiefen und Dramen ostdeutscher und europäischer Geschichte. Die Bildarrangements früherer Serien folgen kulturgesellschaftlichen und historischen Vorbildern. Seine aktuelleren Arbeiten hingegen sind in einer Art Bildreflexion bzw. Bildvision freier und losgelöst. Darstellerinnen und Landschaft fungieren als allegorische Bruchstücke, die auf Leupolds Untersuchungshaft wegen Nichtanzeige von Verbrechen gegen die DDR verweisen. Die Gefängniszelle bedeutet Hoffnungslosigkeit und seelische Untiefen. Zeit und Raum ziehen sich zwischen den glatten und hohen Wänden zusammen. Der Hoffnung entgegen streben Körper und Geist und versuchen so, dem inneren Erstarren zu entkommen. In einem Akt der Selbstreinigung wird letztendlich die Natur beschworen, um so die Erinnerung zu erlösen. Sichtbar zu machen, was man fühlt, aber nicht erklären kann oder auch sehen kann, die Weiten menschlicher Erfahrung zu ergründen, Erlebtes und Bildhaftes zu transformieren, all dies liegt auch im Wesen der Fotografie begründet. Im dritten Ausstellungsraum kombiniert André Kluskold Fotografien mit Zeichnungen. Kluskolds Bildwelten verweisen auf religiöse, spirituelle und surreale Einflüsse, die sich in Elementen aus Schamanismus, Außenseiter, religiöser und volkstümlicher Kunst wiederfinden lassen. In den Darstellungen verkörpern sich innere Seinszustände, die in einer Art Such- und Auflösungsprozess surreale Bildchiffren und Metapher offenbaren, um in tiefer gelegene Bewusstseinsebenen zu gelangen. Wir blicken auf uns selbst wie in leicht verzerrte Spiegelflächen. Hier der romantisch verklärende Blick auf die deutsche Landschaft, dort die zärtliche Umarmung des wilden Tiers. Schlittschuhe gleiten über hölzerne Dielen. Der Kopf scheint von den Schultern entrückt. Verführerisch und abgründig wirken feenhafte Gestalten. Vielleicht sind dies gar Seherinnen und Heilerinnen. Kluskolds Beitrag Feenmagnetik ist eine Reminiszenz an die Poesie und an das Träumen. Das eigentümlich elegische Gefühl entlädt sich zuweilen in den zeichenhaft kollagierten Fratzen und Masken. Stärke und Verletzlichkeit, Unheil und Glück, Streit und Versöhnung, Schönheit und Makel liegen nah beieinander, zuweilen bedingen sie sich. Die Seele eines Bildes entspringt auch einer nicht zu ergründenden Transzendenz und künstlerischen Vorstellungskraft. Im vierten Raum hat Kurt Buchwald Fotografien, Objekte und Installationen arrangiert. Bei Buchwald verbindet sich die Fotografie mit der Aktionskunst, indem er selbst vor die Kamera tritt und an den Schnittstellen zwischen Realität und Abbild agiert. Er hinterfragt, provoziert, experimentiert und schafft so neue visuelle Programme, um in Berührung mit der Welt zu gelangen. Seine Bilder stehen für Wahrnehmungsänderung und Grenzüberschreitung. Im Buchwalds Arbeiten liegt auch eine gewisse Melancholie begründet. Wie in einem Traum öffnen sich sinnbildlich Türen, um Blicke freizugeben. Oder aber Körperblenden schieben sich in den Bildvordergrund, um zu irritieren.
Der eigene Schatten hingegen holt die Magie ins Bild und die Hand greift ein ins Geschehen. Im collageartigen Aufschlagen der Realitäten, kalte, scharfe Metallmesser vor verletzbaren Körpern, offenbaren sich gesellschaftliche und menschliche Wunden. Der eigene Leib wird regelrecht ins Bild geschrieben, indem Buchwald eine Aufnahme von sich auf der Straße liegend mit einem eingefärbten Autoreifen real überrollt. Konkreter, tiefgründiger, sinnlicher und aufregender können fotografische Inszenierungen kaum sein. Im Spiel der Wahrnehmung maskieren und demaskieren alle vier Künstlerinnen diese Ausstellung zugleich.